Hallo, liebe Umfieder und Zweibeiner da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Jetzt, Funky. Ja, es ist wieder Donnerstag, 18 Uhr. Und da kommt natürlich wieder ein Video. Ich muss aufpassen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich nehme Funky. Ich habe auch wieder in dem Video ganz viel vorbereitet. Zum Beispiel den Punky. Jetzt könntest du einmal... Nee, willst du nicht. Na, dann ist okay. Hätte gern so ein bisschen Distanz, weil ich habe jetzt das Handy in der Hand, keinen Lederhandschuh an, nix. Und ich weiß ja, wie gern der in die Ohren beißt. Vor allen Dingen, wenn ich abgelenkt bin. Wenn ich mich konzentrieren kann, ist das kein Thema. So, ja, also ich habe ganz viele tolle Sachen vorbereitet in dem Video. Wir machen zusammen das ganze Badewasser frisch. Und bei den meisten Vögeln zumindest, die hier draußen sitzen. Dann habe ich auch andere Sachen vorbereitet. Die Steppenadler und so weiter. Lasst euch überraschen. Und ganz viele coole Neuigkeiten. Wenn ihr guckt, müsstet ihr jetzt zum Beispiel die Kanalmitgliedschaft sehen. Das ist jetzt, also ihr habt da jetzt keinen riesen Vorteil. Kann ich gar nicht so richtig leisten. Das Einzige, was ich da vielleicht machen werde, gibt zwei Stufen. Das ist einmal der unbefiederte Zweibeiner. Und das ist die kleine Stufe quasi. Und da werde ich dann vielleicht mal eine Umfrage machen, was ihr euch so wünscht für einen Vogel im nächsten Video oder so, wenn ich gerade keine eigenen Ideen habe. Oder irgendwas berichten, wenn gerade irgendwas ankommt oder so. Mal ein Bild posten für die Leute, die das da interessiert und die den Kanal da unterstützen möchten. Und dann habe ich noch eine Seidenfeller Ratte. Das ist quasi die große Mitgliedschaft. Und da habe ich mir überlegt, da können dann die Seidenfeller Ratte sind, die können dann am 11.8. kommen. Oh je. Die können dann am 11.8. kommen. Dann machen wir hier so ein Meet and Greet und setzen uns ein bisschen dahin. Also mache ich Vorführungen natürlich um 15 Uhr. Und ihr könnt aber auch so ganz normal zur Flugvorführung kommen. Ihr müsst jetzt hier kein Abo oder keine Mitgliedschaft machen. Könnt ihr so kommen, für einen ganz normalen Eintritt. Und ja, wie gesagt, und mit den Leuten, die Kanalmitgliedschaft gemacht haben, da Seidenfeller Ratte, die können ja noch ein bisschen da bleiben. Vielleicht schaffen wir es da mal, einen Vogel zusammen zu füttern oder so. Und das wollte ich dann jedes Jahr machen. Nein, du bist aufs Handy geflogen. Hör auf. Nein, ich bin abgelenkt. Hör auf mit dem Unfug. Oh mein Gott, Action. Ja, also das könnt ihr machen. Nee, hör mal auf mit dem Scheiß. Warte, ich muss meine Handschuhe erst wieder anziehen. Oder ich brauche den Balken zwischen mir und dem Vogel. Ja, also vor dem Adler habe ich keinen Schiss, ne? Aber der Vogel ist einfach anders schlimm. Ja, vielleicht schaffe ich es jetzt noch schnell an ihm vorbei rauszurennen. Muss ich hinten rum, dann ist er nicht ganz so wendig. Also dann, ja, da freut er sich. Und ihr könnt unseren Shop von hier aus sehen und besuchen. Und ja, haben wir jetzt erreicht. Das waren die 3000 Stunden. Wie gesagt, nichts Weltbewegendes. Und wir sind jetzt schon wieder bei 3200 Stunden innerhalb des letzten Jahres. Und ja, ich freue mich. Also dann Intro ab. Oh Gott, ich muss hier raus. Raus. Kleine Handschuhe anziehen. Oh mein Gott. Gleiches Erlebnis und wir müssen noch ein bisschen Wasser machen. Ne, Ariel? Achso, halt, da ist sie. Ja, ne, Ariel, wollen wir ein bisschen Wasser machen? Deins ist schon frisch. Gut, geht's weiter. Zwei Steppenadler, neues Wasser, kein Problem. Michael, ist es eigentlich immer wichtig, dass die Tür zu ist? Poff, eben war sie noch offen, jetzt ist sie ein bisschen durch den Wind bei. Nö, als ob die sich irgendwie bewegen wollen würden. Würden sie sich bewegen, Schatz? Nee, ne? Ja. Habt ihr auch recht. So, auch Fräulein Ted kriegt natürlich neues Badewasser. Auch Fräulein Ted. Also ich glaube, in dem hast du gar nicht drin gesessen, ne? Macht nichts. Ich mache das trotzdem neu. Gar kein Problem. Hera, ich glaube, die wichtigste Badeschüssel oder in der Falknerei genannt Badeprente, die ich hier überhaupt mache. Am meisten genutzte. Guck mal, Heras ganze schöne Knochensammlung. Ach, ist das toll. Da freust du dich, ne? Machst du damit eigentlich so ein Orakel mit dem Klotz und dem Spielzeug und den Knochen? Oh, toll, wie du den Matsch fangen kannst. Schön, Schatz. Ja, ist natürlich unpraktisch. Warum ist da Häufi? Müssen wir auch noch wegmachen. Auf geht's, Maxer Vogel.
Franz Josef und Elisabeth haben jetzt auch frisches Wasser, ne? Franz Josef? Macht er. Wenn man bei Betro frisches Wasser macht, ja, braucht man ganz besonders gute Nerven. Ihr seht es schon. Unfassbar, dieser Vogel, ne? Was willst du denn von mir? Nee. Au, au, du ziehst an der Haare. Das machst du bei deiner Frau auch, deswegen sitzt du ja hier drin im Frühjahr. Aua. Petro, hör auf mit dem Scheiß. Du brauchst gar nicht so von hinten da in die Kamera zu lunzen. Au, au, au. Au, Petro. Ich hatte nur dein Wasser. Lass mich doch mal. Petro. Ah, Vogel. Ich sag's immer wieder. Der Vogel weiß, wie man Kinder macht und hat eine Frau und alles und schon Nachwuchs. Aber trotzdem, manchmal denke ich, da stimmt doch was nicht. Geh mal weg, Digga. Die Bürste findet er gruselig. Ja, Glück, dass er irgendwas noch gruselig findet. Wenn er die anfängt zu begatten, dann habe ich gar nichts mehr. Polly, bin wieder da. Badewasser machen. Sieht ja auch schlimm aus, die Suppe da. Was hast du denn gemacht? Unfassbar. Und natürlich bekommt auch das Vader neues Wasser. Das Vader, wenn ich mir so den Ast angucke, morgen wäre Zeit, oder? Ja, finde ich schon. Da müssen wir wieder mal Äste machen. Aber brauche ich mal kleine Leiter. Ich komme da nicht hoch. Spatz, das... Andere Äste sehen alle gut aus. Naja, machen wir morgen. Das mit dem Wasser ist echt anstrengend, ne? Das hier immer rumzuschleifen. Also, da seht ihr die wilden Kerle und Rosi. Hinten in der Ecke sitzt, also jetzt nicht mehr, hinten, also der da jetzt da auf dem Brettchen sitzt, also der vordere, rechts da sitzende, das Obi-Wan, dahinter jetzt Padme, ist aber auch ein Mann, ne? Ist ja der Mann von Darth Vader, die ihr eben gesehen habt. Dann ist die Rosi da quasi dritte von rechts oder zweite von links. Und der kleine Spatz sitzt da ganz erhaben, hoch, schön, weil er ist ja auch der Älteste mit 21 und der darf das so. Akbar hat auch neues Wasser. Wunderbar. Das ist natürlich vor der hässlichsten Wand, die du da hast. Das war die unterste Tafel Blech. Und da war anscheinend der, weiß ich nicht, der, wie heißt das, Gabelstapler oder so, irgendwie hat er so unten das verkratzt und, oder auf der Palette, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das halt alles überlackiert und ich hatte natürlich von den roten Wänden, also den dunkelroten, habe ich halt natürlich nur Sprühlack, also habe ich das so gemacht. Ja, ne, und da sitzt du jetzt und sagst, danke fürs schöne neue Wasser. Ach, was sollen die Leute denken? Naja, ist Kunst. Ist Kunst, kannst du nicht kaufen, sag ich dir. Das ist, irgendwann kommen die Leute und sagen, was wollte der Künstler uns damit sagen? Keilschrift, wahrscheinlich hat er gezählt, wie viele Vögel der Akbar, wie viele Fische der Akbar schon. Ui, was da? Krass. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier reingerutscht und was für ein Game? Ja, da ist er weggelaufen. Akbar, da warst du so verblüfft wie ich. Wow, du bist ja... mächtig böser Greifvogel, du. Ich sag's dir. Und natürlich bekommt auch der kleine Schnatz neues Wasser. Gell, Schnatz? Das Fipsi hat natürlich auch frisches Wasser. Und ich habe mich eben gefragt, warum ist er von mir weggeflogen? Ich habe die Sonnenbrille auf. Eben hier drin. Und es tut mir leid, Fips. Ja. Ich habe heute mal, ich weiß nicht, das, ja, ich weiß aber auch. Das erste Mal seit Wochen, also Monaten, dass ich wieder... eine Sonnenbrille auf habe. Es tut mir leid, du wirst jetzt wieder öfter sehen. Und beim Erlebnis habe ich sie auch ganz sicher nicht auf. Ja, Fips, versprochen. Hoch und heilig. Ja, ich nehme die Kritik ja auch mir zu Herzen. Du hast ja vollkommen recht. Einmal auf frisches Wasser bei Stanley. Yay, Stanley. Kuck, kuck, kuck. Kuck. Ja, prima. Und natürlich darf auch die Kado nicht filmen, die jetzt etwas unpraktisch da sitzt. Nicht ihr voll in den Po filme, aber ja, Wasser kommt. Freiflughalle darf auch nicht fehlen. Da ist ja nicht viel drin, aber Blütenpollen ein bisschen. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber wir machen es trotzdem frisch. Gerade dabei, da kommt es auf ein paar Liter nicht an, ne? So. Oh, Ameisen haben ja auch ein bisschen Wasser jetzt. Siehst du, ist ja auch wichtig. Wartet mal, ich nehme euch mal so dahin. Ah, guck mal, wie schön. Aufgeräumt habe ich vorhin schon. Also die Kanne nehme ich natürlich gleich mit.
Hier habe ich die ganzen Spielsachen zusammengeräumt. Ja, weil morgen ist ja auch Flugschau. Allerdings liegen Sandy-Sachen noch. Spielsachen noch rum. Und Punkies. Den werde ich jetzt auch übrigens gleich mal raussetzen, den Punky. Weil dem will ich sein Essen hier drin geben, ein bisschen trainieren. Ja, Rasen wächst ein bisschen nach. Sehr schön. Ist ja noch teilweise recht feucht zum Glück. Bevor der ganze Boden wieder trocken wird. Wenn Leute fragen, ob ich Urlaub habe. Guck mal, da kommt ein Auto. Ach, aber so schön. Ist auch bei schlechtem Wetter schön. Aber da setze ich mich lieber unter ein Dach. Man hört die ganzen Vögelchen zwitschern. Also nicht nur unsere, man, die zwitschern auch. Aber ja, machst du Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Wasser ich hier getragen habe. Mal kurz durchrechnen. Ja, so 200 Liter Wasser gemacht, rumgetragen. Hab hier auch ein bisschen gehechelt quasi auf den Aufnahmen. Aber dann setze dich einfach mal 5 Minuten hier hin und genießt einfach ein bisschen die Natur. Was meine Vögelchen so für Ideen haben. Siehst die Insekten, weiß nicht, ob ihr die seht. Aber schwirrt da so über der Hecke ganz, ganz viel rum. Ah, toll. Ganz große Klasse. So, aber es geht jetzt wieder weiter. Jones beim Training klappt eigentlich ganz gut, ist ein bisschen faul, aber naja, Gott, es ist ein Uhu. Was willst du da erwarten? Ne, Indy? Jetzt wäre dein Huhu gekommen. Sehr schön, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, Indy. Und du fliegst noch ein bisschen. Auf geht's zur Mama, los! Huhu! Du schaffst das, Indy. Eieiei, was bist du für eine faule Nudel? Komm auf, Indy. Zieh durch. Huhuhu. Auf geht's. Sitzt jetzt da und machst nix, oder was? Naja, so ist das halt mit dir. Ja, weil Fräulein Ted als da hinten ruft, ja. Franz Josef und Elisabeth. Und was ist das? Ja, Elisabeth hat ein Ei gelegt. Tatsächlich. Aber sie brütet gar nicht drauf. Soll sie auch gar nicht. Ist auch wahrscheinlich eh nichts drin. Weil normalerweise brüten Eulen ja ab dem ersten Ei. Und das heißt, sie müsste ja auch da drauf sitzen. Tut sie gar nicht. Aber sie ist ja auch noch nicht mal ein Jahr alt. Also irgendwie 11 Monate. Und Franz, gut, der Ball ist natürlich, und der weiß ja schon ein bisschen Bescheid. Aber naja, da käme jetzt eh nichts raus. Außerdem, wie gesagt, wir wollen jetzt gar keinen weiteren Bartkauz. Und wir machen das ja in der Regel so, dass wenn wir was nicht wollen, wir tunlichst verhindern, dass was schlüpft. Das heißt, wir werden das austauschen, beziehungsweise gucken, dass sie da jetzt die nächsten 7 Tage sich nicht draufsetzt. Danach passiert dann eh nichts mehr. Genau, da kann es von mir aus auch noch 3 Tage länger liegen. Muss immer aufpassen beim Wegtun von den Eiern. Nicht, dass die Vögel da in so eine Legenot kommen. Also das eine hat zwar im anderen nicht direkt was zu tun, aber umso mehr die gezwungen sind, Eier zu legen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann eine Legenot daraus wird. Genau, weil sie dann Nachgelege produzieren und dann nochmal Eier. Und deswegen lasse ich jetzt erstmal hier drin. Und wie gesagt, entweder kochen wir es aus. Oder aber, ist nichts. Jetzt denken wir, oh, wie traurig, aber das hat sie ja selber entschieden, dass sie nie brütet. Das ist aber, wie gesagt, im ersten Jahr normal. Da kann es auch sein, dass sie ihre Jungtiere fressen. Im ersten Jahr, da müssen die immer erstmal üben. Ich hatte es ja auch neulich erst in einem Video gesagt, hiho, erstmal schütteln, dass das immer alles schwierig ist. Und da ist wieder so ein Beispiel für schwierig. Aber wie gesagt, normalerweise müssten die da jetzt schon drauf sitzen.
ne? Weil Frost ist schwierig. Das Sperma eines Greifvogels und so weiter, eines Vogels, lässt sich nur sehr, sehr schlecht einfrieren, sodass es dann nachher auch noch eine Verwendung hat. Also davon könnt ihr ausgehen, dass wenn das jetzt hier Frost abgekriegt hatte und es war jetzt Frost nachts, dass ja, da so oder so nichts mehr entstehen kann. Ja, dafür hält sich, wenn man es kühl lagert, ja so circa 10, 14 Tage. Kommt dann auf die Vogelart natürlich stark an, aber könnt ihr davon ausgehen, kühl lagern, da ist es lange haltbar quasi. Und wenn man es aber einfriert, ist es im Prinzip direkt dahin. Ne? Ja. Habt aber gut gemacht. Immerhin wissen wir, die Elisabeth ist auch eine Frau. Wunderbar. Einwandfrei. Dann läuft's ja. Elisabeth, du bist wirklich eine Frau. Yay! Ja, das kann man bei uns ja nicht immer so genau sagen. Ariel räumt wieder die ganzen Becher auseinander. Sag mal, Vögelchen, kannst du dich auch einmal ein bisschen benehmen? Na toll. Sag, könnte ich? Möchte ich aber gar nicht. Nein, die Handschuhe, nein, die Handschuhe gibt es auch nicht. Pfui. Nee, mein Handschuh gibt es auch nicht. Die Kanne gibt es auch nicht. Es gibt hier eigentlich gar nichts von. Nein. Ariel, du bist ein unmögliches Getier. So, ich muss das erstmal hier in Sicherheit bringen. Nein, Ariel, komm sofort wieder mit dem Handschuh her. Du machst nur Scheißdreck. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, man merkt's. Hör auf, sei lieb. Da wird nicht kaputt gemacht. So, den Handschuh habe ich jetzt wieder. Wir haben getauscht. Jetzt hat Ariel das Spielzeug. Mal gucken, schaffen wir nochmal zu apportieren. Er läuft so goldig, wenn ihr sowas hinterher zieht. Ariel ist total musikalisch. Das ist die Einzige, die mit dem Keyboard spielt. Sehr her, guck mal. Ja, und du? Wow, jetzt geht's ab. Na, Ariel. Na, hier. Aufhauen die Tasten. Yeah. Nee, jetzt nicht Krokodil. Mach mal hier jetzt. Den Leuten, ich finde das Krokodil besser. Ja, tschüss, Krokodil. Ich habe einen Falknerschein gelernt, man kann den Apportieren ja nicht beibringen. Gut, dass die Karakaras apportieren können, das ist ja keine Neuigkeit. Die sind ja aber auch eher Falken und damit sind sie ja eher Papageien. Okay, also sagen wir aber immer noch die Aussage, Greifvögel können nicht apportieren. Wollen wir mal widerlegen? Alles klar, wir widerlegen das mit dem Weißkopfseeadler. Ariel. Bring's, Ariel. Auf geht's. Bring's. Hast du? Wo ist es? Bring's! So, seht ihr? Wir können ja mal das Ritual durchgehen, was die Polly macht, wenn ich sie in die Flughalle setze. Und zwar, ich gehe gleich rein und dann fliegt die Polly auf eine von mir vorher markierte Fläche. Also ich habe so mit Edding links und rechts einen Strich hingemacht und da setzt sie sich immer hin. Also setze ich immer dahin und ich habe danach die Striche gemacht. Muss ja fair bleiben, Polly. Und dann setzt sie sich hin, guckt kurz, dann fliegt sie einmal komplett durch die Flughalle auf den Baum gelandet. Fängt sie an, ein bisschen zu gackern, den majestätischen Ruf des Steinadlers zu machen. Ja, und danach braucht sie mal ein paar Minuten und dann legt sie meistens los und macht damit Erlebnis oder so. Aber das seht ihr jetzt selbst. So, wo habe ich meine markierte Fläche? Da. Und da. Genau gelandet. Wo ist was? Hier ist doch irgendwo gewesen. Ach, da war es. Entschuldigung. Ja, und jetzt, Polly? Was machst du jetzt immer? Ja, denk mal drüber nach. Hört ihr, ist ganz zart. So, und da brauchst du dann immer ein paar Minuten, bevor sie dann irgendwas macht. Also beim Erlebnis, wie gesagt, ist genauso.
dauert. Manchmal hat sie schon so mal Füße ein bisschen feucht gemacht da drin. Oder sie ist dann zu ihrem Lieblingsspielzeug zum Knallfrosch hier zum Beispiel gehoppelt. Ich nehme den jetzt aber mal, kann den ja schon mal hier hinlegen vielleicht. Genau, meistens fliegt sie dann irgendwie auf den Balken und dann weiß ich, dass wir loslegen können. So, ich habe jetzt hier in den Ball so ein bisschen was zu essen reingemacht. Mal gucken. Kannst du jetzt jagen, Schatz? Ja, guck doch nicht so. Ja, wie guckst du den? Oh, ist interessant. Ne? Oh. Ja, drehst die Murmel, ne? Ja, so. Achtung, und jetzt fliegt er weg. Jetzt ist er da gelandet. Und nu? Ja, schnell holen hier. Machen fertig. Böser Ball. Hast du? Das sind ja noch gar nicht richtig. Ah doch, du hängst schon mit der Kralle drin. Habe ich nicht gut gesehen, Polly. Tut mir leid. So. Willst du nicht da mal mit wegfliegen oder so? Nee, schade. Und, kriegst du raus? Ja, kriegst du raus da? Soll ich dir helfen? Nein, sag, bist ja schon ein großer Vogel. Du kannst es ganz alleine. Jetzt fliegen da unten natürlich die Steppenadler rum. Dann ist das ein bisschen schwierig. Ne? Muss erst nach denen gucken. Ja, geh spazieren. Auf geht's, Polly. Dann können wir ja nochmal einen Turm machen. Hm? Guck mal, ich habe hier noch ein bisschen Turm. Bau den schnell zusammen. So, dann komme ich zu dir. Hier. Ja, warte doch. Ich fall um. Sorry, Polly, ich bin umgefallen. Tut mir leid. Einfach umgefallen. Warte, warte, nicht zu. Zu nett. So, jetzt können wir lösen. Prima. Mensch, guck mal, so oft hast du das noch gar nicht gemacht. Aua, da war mein Finger drunter. Und Maus, wie war das letzte? Was muss man noch machen? Ja, wunderbar. Kommst du jetzt dran? Ja, ist halt kein Frohlich, ne? Muss ich ein bisschen mehr Mühe geben dann beim Rankommen. Warte, ich bin mal so frei. Ich helfe dir ein bisschen. So. Prima gemacht, einwandfrei. Siehst du, war nicht so schnell wie Stanley oder Ariel oder Hera. Aber die machen das ja auch schon öfter und länger. Ja, Polly ist hier richtig aufgeblüht. Carola hat gerade, ich glaube, ja, Freitag war es, gesagt, wenn sie Polly so sieht, dann hat sie immer ein bisschen oder hat sie fast ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, und das geht mir ähnlich, weil sie war zwar entspannter, wenn wir alleine waren. Aber so entspannt, wie sie jetzt hier ist, war sie nie. Und das ist so schön zu sehen, was sie jetzt alles hier macht und mit was sie alles spielt und sich austobt und so. Und das macht sie in ihrer Voliere auch bei weitem nicht so, wie wenn wir hier zum Beispiel sind. Und ja, das macht richtig Spaß zu sehen. Und da hat sich schon richtig gelohnt, die ganze Arbeit. Ja, sag ich doch, Füße waschen heute auch. Yeah. Oh, das war sogar mit Trinken, Schatz. Ist schon so warm. Ich fand jetzt gar nicht, dass es so warm ist, Mausi. Das war's. Nur Füße einmal sauber machen. Mensch, du gehst ja unter die Seeadler. Das ist doch normal so ein Seeadler-Ding. Kurz Füße nass machen, Schnabel ein bisschen Wasser durch und damit keine Fliegen kommen, weil wenn Fliegen kommen, also Blut trocknet fest, kommen Fliegen und damit kommen Krankheiten und das muss man ja am besten ausschließen und dementsprechend machen die das eigentlich, vor allem die Seeadler, sehr heftig. Aber Polly macht das heute auch. Sehr schön. Machst du nur für die Leute, ne? Ja, sehr gut gemacht, Polly. Ja, wir zwei werden wieder gehen. Komm mal gucken, ob du was spielen willst und dann gehen wir, ne? Prima. Bisschen trainieren mit Kato ist auch wichtig. Aber Kato, ich würde ja gerne mal haben, Kato, dass du auch mal den Turm machst. Wollen wir das mal probieren? Ich bin mir da sehr unschlüssig, ob du das kannst, Maus. Komm, wir gucken mal. Setz dich da mal auf den Stein. Sehr gut. So, warte, ich baue das mal auf.
So, Kato, guck mal, ich hab's vorbereitet. Das ist schon eine Etage runter. Hast du Lust? Sag, nee, ich habe ihm schon gesagt, ich bin 25. Hast du, gib mir mein Essen. Sag, nee, ich bin 25, habe ich immer mein Essen gekriegt. Ich fliege, kriege mein Essen. Sag, mach das, was soll ich das? Ja, sag, fliegen geht. Ich hab's eben hier hingelegt und sie ist trotzdem erst weggeflogen. Komm. Ne, für sich bewegen, da machst du gerne was, aber wenn du was Intelligentes machen sollst, da ist nicht so deins. Ja, hast du recht, in dem Alter muss man das nicht mehr lernen. Aber Kato, soll ich dir was sagen? Ich werde nicht aufhören, das mit dir trotzdem zu versuchen. Ja, man muss es trotzdem versuchen, natürlich. Versuch macht klug, ne Schatz? Genauso machen wir das. Wir hatten diesen Habicht hier, das ist ein Jungvogel von letztem Jahr gekriegt. Das war letztes Jahr im, weiß ich nicht, also es dürfte ein halbes Jahr her sein. Ende letzten Jahres, irgendwie Oktober, November. Und der junge Habicht hier, der hatte ein Problem im Flügel, aber ihr seht, das ist alles wieder prima. Die Flügel hängen nicht, die sind super, die Federn sind 1A. Ne? Also das muss man auch immer drauf achten, da kann mal sowas Kleines ein bisschen kaputt sein. Aber mehr sollte da nicht sein. Ne? Hier zum Beispiel, da kann schon sein, dass der nach dem Unfall da so kam, dass das hier so ein bisschen ab ist, aber das ist ganz, ganz wenig nur. Das beeinträchtigt den Vogel überhaupt nicht. Und er kennt das, dass das ein Jungvogel ist, weil der vorne ne, so eine getropfte Brust hat. Später hat er so eine quer gebändert. Die Augen werden mit jedem Jahr ein bisschen dunkler, also sie werden später sogar richtig rot können die werden und der Rücken wird so grau. Ne? Und der sieht jetzt halt eher noch so ein bisschen aus wie ein Bussard, nur mit gelben Augen. Und dann denken viele immer, der Bussard draußen, der frisst ihre Hühner. Nee, das ist meistens dann der Habicht, oder das ist eigentlich immer der Habicht als Jungvogel. Gerade Jungvögel machen das, weil die finden da nicht so gut Futter, die können nicht so gut jagen. Fliegen die da so rum, finden so einen Hühnerstall und gehen dann da dran aus ihrer Verzweiflung. Und genau deswegen hält sich irgendwie das Gerücht hartnäckig, dass da ständig irgendwelche Bussarde rumfliegen und Hühner fressen. Ja, dann lassen wir den raus. Achtung, bist du bereit? Alles klar, und gib Gas! Seht ihr das da? Kann ich nicht noch näher ran? Da ist eine Zecke am Auge. Da, jetzt seht ihr sie. Stimmt's? Stimmt's? Warte, ich versuch mal hinzudeuten. Da. Die Elisabeth muss heute nicht hocharbeiten. Die hatte gestern eine riesengroße Zecke am Auge. Und ist natürlich weg, die Zecke. Und jetzt ist das aber ein bisschen geschwollen alles. Ich habe schon mal geguckt, am Auge selbst ist nichts. Aber jetzt darf die Elisabeth nicht. Willst du nicht essen, Spatz? Guck mal, hier ist Essen. Ja, wollte schon vorhin nichts haben. Doofe Zecke, ne? Ist eine blöde Zecke. Ja. Ja, was soll ich machen? Ja, wie gesagt, die ist jetzt halt ein bisschen geschwollen alles. Ja, Maus, müssen wir warten, bis abspült. Können wir nichts machen. Für die Zecke kann ich auch nichts. Ich frage mich, wie hier die Zecke an dich gekommen ist. Ne? Hier ist also ja, ist ja quasi kein Strauch, kein gar nichts, kein Grashalm hier drin. Die ist wahrscheinlich einfach so über den Erdboden gelaufen, weil du so leckeres Blut hast. Ne? Hat die gerochen, hat die gesagt, oh, die Elisabeth, die hat ja ein süßes Blut. Die esse ich. Also Elisabeths Auge ist schon wieder besser als gestern. Besser als bestern. Ja, natürlich. Ist schon wieder besser als gestern. Funktioniert schon wieder. Hat auch gestern Abend schon wieder Appetit gehabt. Und ja, ich denke mal morgen oder übermorgen spätestens. Also wenn ihr das Video seht, dann sollte es wieder gut sein, weil aktuell ist Dienstag, das mit der Zecke war Sonntag. Montag war es richtig geschwollen, Dienstag jetzt so und ich denke mal bis Donnerstag ist alles wieder gut, ne Schatz? Gut. Die Leute kommen gleich, es ist heute 1. Mai, es ist auf öffentliche Flugschau und hier bei Ariel und so, da fehlen noch 2-3 Schilder. Und damit die Leute nicht also davor stehen und denken, was ist das jetzt, werde ich jetzt also so provisorische Schilder quasi machen. Ich habe das eben ein bisschen lackiert. Die hat die Antiermaus geschnitten, eine Tierpatin. Das waren dann so Namensschilder. Eigentlich sollten die dann auch an die Türen oder so. Vielleicht machen wir das dann nachher auch dann noch.
Man muss ja nochmal lackieren, aber das macht ja nichts. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich nehme die jetzt. Und da habe ich noch, brauche ich eins für den Kaninchenkauz, eins für die Bartkäuzchen, für Ariel als Jungvogel und für den Sakerfalken, für Darth Vader. Jetzt kriegt der Sakerfalke halt auch so einen Adlerkopf, aber ich habe jetzt gerade keinen anderen Vogel da. Wir haben auch hier so kleine Eulchen mit Federöhrchen. Jetzt werde ich hier mal so ein Auge hinmalen, vielleicht so ein bisschen Schnabel und jeweils die Art. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir ein paar Minuten später und ich finde sie ganz niedlich. Der guckt ein bisschen grenzdebil, aber okay. Der ist ein bisschen besser, finde ich. Naja. Und ja, dann werde ich die jetzt mal dahin zimmern und dann gucken wir die uns gleich nochmal an. Jetzt sind sie fest und ich finde auch, obwohl hier die Sonne ist, kann man die eigentlich ganz gut lesen. Ne, Roger? Ja, ich finde es goldig. Ich bin jetzt am Überlegen. Eigentlich müsste man die Schilder auch. Also das sind ja die Schilder, die ich sonst selbst mache, die ich dann immer bestelle. Die sind, wie gesagt, nicht fertig. Aber das ist schon irgendwie knuffig, ne? Ja, muss ich mal überlegen. Vielleicht ändere ich die Form dann noch, vielleicht, wenn das geht. Mal gucken. Bin ich jetzt nicht ganz schlau draus, ne? Elisabeth, Auge ist schon wieder besser ein bisschen. Und Ariel, guck mal. Wie schön das glänzt, ja, ne? Ja, wobei, das sieht besser aus, als es gerade auf dem Bild erscheint. Das liegt daran, dass das irgendwie komisch dargestellt wird. Ne? Ja, du hast auch ganz toll. Ich habe auch jung drunter geschrieben, dass du ein junges Vögelein bist, Schatz. Ja, dann weiß auch jeder Bescheid. Ja, herrlich, Traumwetter. Das wird gut. Muss jetzt gleich noch einen Plan machen, wer alles Vorführung mitmacht. Und dann kann es losgehen. Wie der Einstein da hinten auf dem Brachiosaurus sitzt und seht ihr es? Warte mal, ich mach mal größer. Ja, sehr schön. Und da ist die Marie Curie und die findet es natürlich wieder gruselig. Ich habe aber auch wieder die Gießkanne in der Hand. Das ist natürlich auch gruselig. Ja, wunderbar. Alle anderen sitzen auch da. Jack und Louis und Roger und Mad Eye natürlich. Da sind wir wieder am Ende vom Video angekommen. Ich sitze hier mit Roger Rabbit und auch der Tierpatin Anja und den Zips. Die sitzen da drüben oder stehen vielmehr da drüben hier in der Flughalle. Und Roger Rabbit darf hier noch ein bisschen rum oder durfte noch ein bisschen rumdüsen, hat aber gar nicht gemacht, hat heute während der Flugschau mitgemacht. Das hat er allerdings aber ganz gut gemacht. Roger, guck doch mal. Roger! Hey, Roger Rabbit! Ja, danke. Ansonsten haben wir noch Wasser gemacht und so. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch Spaß gemacht. Und dann bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit. Und bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao! I'm